Kunstgeschichten. Der Dom im Detail. Seit den 1980er Jahren hat die Kölner Dombauhütte das Anliegen, den Dom in seiner ursprünglichen Gestalt zu erhalten. Deshalb werden zerstörte Werkstücke von den Steinmetzen in ihrer ursprünglichen Formsprache wiederhergestellt. Heute benutzen sie Pressluftmeißel, aber mitunter greifen sie noch zu herkömmlichen Werkzeugen wie Portugieser und Meißel, um ein Werkstück möglichst originalgetreu zu kopieren. Dazu zählen Blattfriese, Kapitelle und andere Details. In den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg war das anders. Die Steinmetzen hatten wesentlich größere Freiheiten bei der Gestaltung. Zwar sollte das Erscheinungsbild des Domes im Großen gewahrt bleiben, im Kleinen jedoch entstanden anstelle der ehemaligen Blattwerke figürliche Kapitelle, auf denen sie sich und ihre Kollegen bei der Arbeit porträtierten. Wie etwa den Schmied der Dombauhütte. Auch spielende Kinder standen Modell und sogar Tiere und eigene Haustiere sind dargestellt. Bis Anfang der 80er Jahre entstand so ein kleines Panoptikum der Nachkriegszeit, in dem die unterschiedlichsten Szenen in Stein festgehalten wurden. So die vier Großen der damaligen Welt, die eine Kreuzblume schmücken. Eingerahmt von Kennedy links und Macmillan rechts ist Chruschtschow mit seinem Schuh zu sehen, mit dem er während einer UNO-Vollversammlung auf den Tisch geklopft haben soll. Charles de Gaulle kehrt uns den Rücken zu. Aber auch sportliche Szenen wie das Fußballspiel finden sich am Dom. Ein Kapitell zeigt den Kölner Boxer Peter Müller, Müllers Erb genannt. Berühmt nicht nur, weil er durch den K.O.-Schlag eines Ringrichters Aufsehen erregt hat. Nicht jede Abbildung ist für den Betrachter ohne weiteres zugänglich. Nur wer eine Führung über das hohe Dach bucht, kann die Vielfalt der Steinmetzarbeiten bewundern. Für jeden sichtbar sind jedoch die vielen Figuren der Nordquerhausfassade. Über dem Bonifatius-Portal auf dem Wimperg ruhen sie. In den sogenannten Krabben sind irische Mönche dargestellt, die den Waldbewohnern predigen. Etwas verborgener sind die winzigen Wasserspeier an einem der Treppentürme. Und so, wie die ehemaligen Mitarbeiter der Dombauhütte früher von den Gerüsten ihren Blick über die Stadt schweifen ließen, so werden sie noch Jahrhunderte später von einem Strebebogen des Nordquerhauses auf ihr Köln herabschauen.